Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pool of Radiance. Nach dem letzten Mal sind wir noch ein bisschen aufgestiegen. Die Fighter sind jetzt auch Level 3 geworden. Und ansonsten habe ich noch ein bisschen, habe ich nur unsere Jewelry und unsere Gems, oder Gems hatten wir ja, glaube ich, gar keine mehr, also Jewelry verkaufen müssen, um das Trainieren bezahlen zu können. Und jetzt wollen wir mal unseren nächsten Job angehen. Und das klingt ja eigentlich ganz passabel, wenn wir jetzt mal Podol Plaza uns angucken. Da soll halt diese komische. Ist das da, wo diese Auktion ist? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall das, wo wir mal hingucken können. Das Blöde ist, dass man da nicht so ohne weiteres hin kann. Da müssen wir nämlich jetzt erstmal durch die Slums durch. Wenn ich das richtig überblicke. Aber das ist ja nicht wirklich wild. Hier dürfte ja nichts mehr sein. Ja. Also, dann wollen wir mal hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. So. Ich glaube jetzt hier. The room is dirty, is it strong? Ja. So, das sieht ja doch schon ein bisschen passabel. Ist es hier? Nee. Hier, das sieht nach einem Durchgang aus. Sehr gut. Wo sind wir jetzt? Wir jetzt in der Plaza. Ja, können wir ja mal gucken, wo wir hier sind. Wir können auch einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob man die Karte schon hat, weil das ein Journal-Entry ist, aber es ist zumindest im Journal ist eine Karte von Plan drin. Aber nee, das ist ein Journal-Entry, den haben wir eigentlich noch nicht, weil wir das Buch noch nicht gefunden haben. Aber wenn wir in das in den Journal-Entry reingucken, würden wir sehen, dass wir uns jetzt in Kuto's Well befinden und Podol Plaza jenseits dessen liegt. Und naja, ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir uns ja hier ein bisschen umgucken. Was gibt's hier denn so Schönes? Machen wir mal Search an. You see some bloodthirsty gnolls. Advance. Ja, Palais. Wollen sie nicht? Na gut, dann. Wenn ihr das nicht wollt, dann schießen wir euch halt tot. Oh, ja, das sind ja eine ganze Menge. Naja, wir sind ja auch nicht wenige. Dop, wollen wir mal schauen, wie wir uns so gegen Gnolls schlagen. Aber ich denke mal, die dürften ja eigentlich kein Problem mehr sein für Level 3 jetzt. Ja, das sieht ganz handhabbar aus. Autsch. Autsch. Den meisten Schaden wieder Lucius. Es ist immer Lucius. Es ist. Na gut, dann prügeln wir uns jetzt mit den Gnolls hier. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch eine Commission für gibt, wenn wir hier das von den Monstern säubern. Wir machen es einfach. Das ist ja für uns auch weniger Beruf als mehr Berufung. Also, wir machen das ja auch so ein bisschen zum Vergnügen. Mord und Totschlag. Sind halt Abenteurer. Sehr gut. Gut. Ja. Wo wollt ihr denn? Ach Gott, der muss ja wieder stundenlang hinter euch herlaufen. Das muss doch nicht sein. Nein, nee, da ist eine Wand dazwischen. Merkt ihr das nicht? Ja. Ja, ist ja gut. Nur, das war aber eine miese Runde.
Ja, jetzt kommst du wieder zurück. Also dafür, dass ihr bloodthirsty seid, seid ihr ein bisschen unentschieden, was ihr machen wollt, ne? Tschüss. Na, ja, jetzt ist doch mal gut mit dem Hin und Her gelaufen. Bleibt doch mal stehen. Sehr gut. Nett. Aufgeben wollte er noch nicht, aber mit uns kämpfen wollte er auch nicht. Dann müssen wir jetzt hier langwierig rum. Ups, nee, wollen wir nicht. So, kommt er jetzt vielleicht mal. Jetzt gibt er auf. Gnolle halt. 144 und haben sie irgendwas bei sich? Och ja, ein bisschen Gold. Nehmen wir mit, kann ja nicht schaden. Oh, you have surprised the party of Kobolds. Parley? Oh, Yusuf. You have offended the Kobold. Naja, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Sind ja nur Kobolde, die kann man schon mal offenden. Kobold Leader hat 4 Hitpoints. Ist das nicht überragend? Ja, das wird jetzt ein kleines Massaker. Oh, wir können sogar sweepen gegen Kobolde. Ne? Das wird ja ein Spaß jetzt. 1, 2, 3. Naja, immerhin. Naja, Gott. Sind zwar eine Menge, aber dank Sweep wird das ja auch relativ schnell gehen. Dich brauchen wir mal nicht. Das haben wir, glaube ich, so. Ja. Oh, hast Schaden gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Naja, eine 5% Chance haben sie ja in jedem Fall. Bei einer 20 machen sie immer Schaden. Wenn sie eine 20 würfeln. Also, früher oder später passiert das also schon mal. Fafrit, genau rein ins Vergnügen. 1, 2, naja, nein. Oh, 4 sogar. Eins, zwei. Oh, das war aber eine miese Runde, Mausling. Das können wir besser. Geh in die Ecke und schäm dich. So, 5 Stück. 1, 2, 3, 4. Naja, 4 nur. Wollen es ja mal nicht übertreiben. Du machst 2. Na, immerhin einen. Na, Mausling übt das nochmal, ne? Mit dem.
Na, also. Weiter immer noch nie aufgeben, finde ich echt beeindruckend. Ups, falsche Taste. So. Uah, alles tot. Nee, da, scheiße, da ist noch einer. Na gut. Dann komm mal her. Also jetzt den blöden Kobold hinterherlaufen, das ist ja furchtbar. Ja, das. Jetzt kaum sehen wir ihn. Ja. Nee. Naja, das war klar, dass das nicht viel gibt, aber vielleicht gibt es ein bisschen Geld. Nee, das lassen wir hier. Das ist das Gewicht nicht wert. Kannst die Arrows mitnehmen. Nee, das ist nicht. Nee, Kupfermünzen, nee. Das brauchen wir nicht. So, haben wir hier, was haben wir hier? You see, Bloodthirsty Kobold. Also, da probieren wir nochmal. Palais. Achso, wenn sie Bloodthirsty sind, dann verstehe. Na gut, prüfen wir uns. Wir werden ja wieder eine bestimmte Anzahl von Zufallsbegegnungen hier machen müssen, damit das als befriedet gilt. Also, müssen wir uns ja sowieso prügeln. Kannst du eigentlich damit. Könntest du vielleicht sogar einen Kobold umbringen? Nee, kannst du nicht. Eins, puff, zwei, puff, drei. Nee. Das sind alles sehr übersichtliche Kämpfe. Aua! Hallo! Dir geben wir gleich mal einen Orden, würde ich sagen. Moment. Ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, aber. Du kriegst gleich einen Orden. So, erstmal deine Kollegen so. Du kriegst jetzt den Orden. Der hat eine Schwertform. Freust du dich? Ha, ja, das. Ich hoffe, du warst das auch. Ansonsten kriegt jetzt dein Kollege einen Orden in Pfeilform. So, auch schön. Dass ihr gar nicht die Sinnlosigkeit eures Tuns einseht. Das ist. Eins, zwei, drei. Ah, schön. Ja. So. Hallo, alle da? Ja, so. Eins, zwei, drei. So macht Campen Spaß. So, ist da noch einer? Sieht nicht so aus. Nope. Und wieder die gleiche mistige. Ja, aber Martigan kann sich wieder. Da habt ihr nicht mal Pfeile bei euch. Das ist ja fantastisch. Nee, wollen wir nicht. Wo sind wir denn hier? Sag mal kurz, das waren jetzt, ich weiß nicht. Zwei oder drei Zufall, müssten drei Zufallsbegegnungen gewesen sein. Ich glaube, mal kurz meine Aufzeichnung gucke. Ich glaube, es müssten 10 sein. Zufallsbegegnungen, nach denen das dann hier als erledigt gilt. You see some bloodthirsty kobolds. Ja, dann lassen wir sie mal rankommen. So. Parley wollte er wieder nicht, ne? Ja, gut. Ist aber nicht schlimm.
Oho, ja, da sind wir wieder mal ein paar mehr. Obwohl es sind wahrscheinlich genauso viele, wie es immer sind. Ja, mal den Leader weg. Oh, hast du überlebt? Und du schießt. Da hat jemand Pfeile, das ist gut. Mein Gott, ein Feuerball und alles wäre gegessen. Das ist das. Wir sind fertig. Target. So, jetzt nochmal. Zack. Ne, wieder den Leader nicht getroffen, Mensch. So. Oh, schon wieder Schaden genommen. Also, Mausling, das mit dem Sweeping ist nicht so deins, ne? Na komm. Dö, dö, dö. Ah, so. Ach, come on. Geht auch, Mausling, geht auch. Muss das nur ein bisschen üben. So, nicht mehr zum Aufgeben gekommen, wäre noch schöner. Nope. Wo sind denn eure ganzen. Da mit Pfeilen geschossen. Warum sind die weg? Das ist doof. So, das ist ja hier eine ganz interessante Gegend. So, dann haben wir unsere Strichliste. Viertel Zufallsbegegnung. Gott, ist ja auf jedem Schritt was. Das ist ja. Attack you, ja. Yeah. Bitte, mach das. Soll das eine Art Hinterhalt sein? Dann hättet ihr euch vielleicht ein bisschen bessere, ich sag mal, Hinterhälter aussuchen sollen, weil die bedrohen uns jetzt hier nicht wirklich. So, war das irgendwas Besonderes? Aha, immerhin. A band of kobolds climbs from the wall and the well and attacks. Achso, ja, stimmt ja, ist ja hier der Brunnen, der Stadtbrunnen. Kuto's well, natürlich. Ist nicht, dass es Kuto gerade gut geht, also nicht Kuto is well, sondern, nicht wahr? Entschuldigung, blöder Witz. Ach, kommt mal auch. Verfröht. Meine, die wären auch eigentlich auf Level 1 kaum ein Problem. Also. Gut, da würde das alles viel länger dauern, wenn man nicht sweepen könnte, aber. Ich meine, so richtig. Die sind eigentlich schwächer als Orks und Hobgoblins. Und, was haben wir noch getroffen? Goblins, ne? Ja, ich glaube. Ganz am Anfang. So,
Boing. Und nochmal. Nimm mal den da. Gut. Nö, nö. Tank, Atom. So, keine Ahnung, ob das jetzt Zufallsbegegnungen waren. Ich markiere es, nehme es einfach mal Zufallsbegegnungen an. Wollen uns hier aber erstmal noch mal ein bisschen umgucken. Was ist das hier? You are just south of Kudos Bell. Aha, oh ja, das ist ein richtig... Naja gut, soll ja auch für eine ganze Stadt sein. Der Brunnen muss ja auch schon ein bisschen groß sein. You have surprised the party of minutes. Advance. Parley. Sly. You have offended. Das ist irgendwie nicht mein Tag. Na gut, schlagen wir sie tot. Sind wieder ein paar. Oh, Lightning Bolt, wir haben wir nicht. Wieder. Na, Lucius, das... ja, das... Ach, come on. Ich sehe schon, der Kampf wird ein bisschen länger dauern. Ich meine, wir könnten ja einfach... Ich könnte ja auch mal Sleep machen. Ich weiß gar nicht, ob das gegen die geht, weil die zwei Felder groß sind. Probieren wir gleich mal aus. Wenn das so weitergeht, brauchen wir gar kein Sleep Spell mehr. Nee, das kann man, glaube ich, vor dem brauchen wir nicht. Die sterben auch so schnell genug. Was du mal machen kannst, du kennst mal diesen einen Hitpoint. Ah, schade. Na komm, die letzten drei noch. Vier noch. Fünf, sechs, oh Gott, wo seid ihr? Ach, ihr seid ja wieder weggelaufen. Aha, jetzt geht das los, das ist sehr gut. Autsch! Ja, das habe ich nur davon. Nö. Ja, immerhin 144, das ist ja schon ein bisschen besser. Und ich würde sagen, wir können ja jetzt auch mal ein bisschen heilen. Cast. Cure Light Wounds auf Lucius. Das hat er mal wieder gebracht. Ja, Wahnsinn. Also wir würfeln ja hier richtig gut. Das ist ja unglaublich. So, haben wir hier noch... Hallo. A Lizardman leads a pack of giant lizards on patrol before a door that has been nailed closed. Seeing you, the monsters attack. Aha. Oh, mal was Neues. Lizardman. Okay. Okay, Lizardman hat sich schon mal erledigt. Entschuldigung. Giant Lizards, machen die Poison? Werden wir gleich wissen. Ne? Move. Schaden. Beeindruckt. Okay. Na, solange ihr nicht trefft, macht ihr auch keinen Poison-Schaden. 19. Anständig.
Nö. 100 Punkte und nix. Und wozu haben wir das jetzt gemacht? The door is benatured, ja. Will you force it open? Natürlich, deswegen bin ich da gerade gegengelaufen, Spiel. The door is irgendwas. A white-eyed woman is seated on a rug at your entry she stands. Greetings, bold ones. I have long awaited your coming. My time here is short, for the world enters a new age. New age, ja. An evil spirit from an unholy pool guides your enemies. It hides behind a fair countenance. Countenance, oder was auch immer. Also einem, ne? Einem hübschen, oder einem, versteckt sich auf jeden Fall. In Verkleidung, sozusagen. Be not deceived, sind wir nicht. With that, the woman is gone. Ist vielleicht was unter dem Teppich, wo du drauf gesessen hast? Aha, natürlich. Beneath the rug you find a compartment containing arms and armor. Das ist, ich meine, seit Zork 1 ist das so. Unter einem rug ist was. Das ist aber eine Regel. Das ist immer so. Do you take them? Arms and armor. Ja, nehmen wir. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Bandit Milk, Waterstuff, Bracers. Zack, zack. Und das nimmt gleich mal Wärtner. Dann gucken wir gleich mal, wie die so sind. Oh, das sind Bracers AC4. Huh? Ja, offensichtlich. Nett. Ja, dann können wir gleich mal gucken, was das für eine Bandit Mail ist. Also du hast jetzt minus 2. Das war eine normale Bandit Mail. Das ist minus 1, das ist eine Bandit Mail plus 1. Das ist gar nicht schlecht. Können wir auch Wärtner geben. Wer hat denn noch die schlechtere? Brian the Fist kann das kriegen. Du kriegst die Bandit plus 1. Bitte sehr. Oder nee, ich gebe die mal lieber Mausling, dann kann der sich besser bewegen. Und als potenzieller Dieb Mausling, so. Ist das ja sicherlich ganz hilfreich. Nein. Das und das. Achso, du hast ja den... ich wollte gerade sagen, warum hast du eine minus 1, aber du hast ja den Ring of Protection, der jetzt natürlich nichts mehr bringt. Dann geben wir den jetzt aber, Brian. Und warum hast du eine Rüstungsklasse schlechter? Weil du nur Dexterity 17 hast. Stimmt, weil du so ein tummer Zwerg bist. Ja. Ich erinnere mich, so war das. Also alles richtig. Dann geben wir dir jetzt den Ring of Protection. Ist jetzt auch minus 2. Gut. Könnten wir ja auch eigentlich mit Martigan geben. Ja, es ist okay so. Gut, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Na, dann würde ich sagen, gucken wir. Ja. Ist, before you lies good as well, it is a source of water in all seasons, ja. Wollen wir mal reingucken. Ah. Rungs are set on the sides of the well wall. Do you want to climb down? Ja, wollen wir. You slowly climb down the slippery irgendwas. Just above the waterline, a secret door has been left ajar in the south wall of the well. Do you want to climb up the rungs? Nee, ich will durch die secret door. Wenn ich schon... Da. Das sieht interessant aus. Hallo. You pass into hidden catacombs. This large room is dimly lit by sputtering torches. Through the smoke you see curtains hung to cover doorways. Some movement occurs in the room's far corner, and then a volley of arrows tears into the group. Ouch! Das war nicht nett. Ich würde sagen, hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter und gucken mal an, wer hier uns mit Pfeilen beschossen hat, weil so geht's ja nicht. Also, ich meine, nur weil wir hier alles, was lebt, umbringen, kann man ja noch lange nicht anfangen, sich zu wehren. Also das ist ja unfair. Also sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit den Katakomben unter Kutos Well. Und mal gucken, was es hier so zu finden gibt. Also, bis dahin. Tschüss.